Moin Leute, lange wurde es von euch gefordert und am heutigen Tag ist es endlich soweit. Wir spielen eine Runde von Solar Smash. Ich habe ja in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt, dass ich ganz gut Planeten zerstören kann. Erde getroffen, ich wiederhole, Erde getroffen, Mond attackiert Erde. Und diese Tradition des Planetenzerstörens werden wir am heutigen Tag fortführen. So, warte mal, was habe ich denn hier alles? Oh ja, okay, auf der Erde sind scheinbar aktuell 7 Milliarden Menschen. Das wird sich aber gleich ändern. Ich nehme das erste. Ja, okay, das ist Amerika. Ach, guck mal, Europa schläft gerade. Okay, es wäre natürlich allzu schade, wenn... Auf Spanien! Da kommt nichts. Hallo? Spanien? Oh, hier, ja, da fliegt was. Seht ihr das? Oh, ich glaube, Spanien ist weg. Junge, das ist ja sogar so ein Krater. Okay, also, das ist natürlich alles nur Fiktion. 214 Millionen Menschen sind jetzt einfach mal weg. Rein hypothetisch. Ah ja, okay. Das war jetzt nur ein Asteroid. Wo wohnt der Kuh? Aber warte mal, wir müssen jetzt mal gucken, ob das Spiel auch realistisch ist. Ich schieße jetzt mal so ein Ding. Da. Oh, jetzt habe ich aus Versehen 2 geschossen. Ja. Alter, guck mal, da ist sogar so eine Druckwelle. Haben wir einen Tsunami out? Nee. Nee, ich glaube nicht. So, warte mal, was sind die anderen? Oh nein! Ich darf... Wie benutze ich die Maus? Nee! Hey, ich habe das Mausrad benutzt! Ich schieße hiermit? Tatsächlich. Ja, Junge. Let's go. Junge, die Erde wird richtig weggeballert. Aber wie komme ich denn jetzt? Achso, warte, ich muss das... Ah, ich kann das wieder... Okay, okay. Alles kein Problem. Als ob. Wir haben hier so einen richtigen Krater reingeballert. Aber es leben immer noch 7 Milliarden Menschen. Okay. Ja, ausgezeichnet. Europa? Ah ja, da ist Europa. Was haben wir noch so? Ist es der Mond? Na, okay, warte mal. Ich will ja nicht mich selbst zerstören. Warte mal, jetzt muss ich den wieder jetzt... Okay, okay, okay. Auf wen schießen wir den Mond? Amerika? Ja, die haben eigentlich noch gar nichts abbekommen. Wir plätten einfach mal hier Afrika. Weil da ist gerade Licht. Obwohl Europa ist auch wieder ein bisschen Licht. Komm, ich nehme jetzt mal den Mond. Und was passiert, wenn der Mond... Dann ist die ganze Erde weg. Mond! Aufschlag! In 3, 2, 1, go! Oh Gott, der fliegt da. Als ob. Guck mal. Ah, let's go! Junge, Europa wurde einfach komplett weggefetzt. Jetzt sind es schon eine Milliarde Menschen. Okay, da steht immer 1b, weil das Billionen. Und im Englischen sind ja Milliarden, sind dann Billion. Ist so ganz komisch. Ja, auf jeden Fall geht der Erde geht's nicht so gut. Kurzer Test. Wenn ich jetzt nochmal, ich schieße nochmal den Mond darauf, der müsste doch jetzt durchgehen. Der fliegt doch einmal komplett durch. Leute, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Also da ist jetzt ein Loch drin in der Erde. Da kann man jetzt durchgucken. Aber es sind, hä? Aber es sind immer noch so viel Asien. Ja, weil Europa hat ja an sich nicht so viele Leute. Und Afrika? Wie viele Leute leben in Afrika? Ich habe da, aber ich glaube, China ist schon richtig crank. Ich glaube, in China geht richtig die Party. So, wir werden jetzt allerdings mal gucken. Warte mal, was haben wir hier noch? Wir schauen mal so eine Rakete. Ah ja, da, oh, oh. Oh ja, oh, da sind ein paar Raketen auf Amerika. Ja, okay. Hat ein bisschen was weggefetzt, aber noch nicht so viel. Was ist das hier? Warte, das schieße ich mal kurz ins Meer. Okay, das ist eine kleine. Nee, was ist das da? Was da klebt? Kann ich die zum Explodieren bringen? Ja, eine ist explodiert. Okay, was bist du? Was steht das da drauf, was das für eine Bombe das war? Ah, sorry, ich hab Scheiße gebaut. Jetzt, was war das denn für eine Rakete? Jetzt ist ja die ganze Erde weg. Es lebt gar keiner mehr. Was ist denn hier passiert, Junge? Also, was sind das für Raketen? Also, ich habe jetzt einfach mal 1000 darauf geballert, gefühlt. Ist das so eine thermal-nukleare... Ja, ist auf jeden Fall klasse.
Das sieht jetzt ungefähr aus wie so ein Apfel, in den man reinbeißt. Wisst ihr? Aber das Nervige ist, kennt ihr das, wenn ihr auf so einen Apfel beißt? Und da ist dann, ihr beißt zu tief rein und ihr kommt so ins Gehäuse. So da drin, wo auch die Kerne sind. Bin ich kein großer Fan von. Gut, also. Was mache ich denn jetzt mit der Erde? Die ist ja blöd. Kann ich hier unten? Ah ja, Planeten zu... Guckt euch das an. Aber reicht eine Rakete? Nur kurzer Test. Eine von denen reicht aus, um die Erde direkt instant platt zu machen. Was ist denn das? Ist das eine... Guck mal da. Ja, jetzt gerade mal 8. Jetzt sind nur 48 Millionen. Und jetzt? Dann saugt sich das voll. Und ich glaube, wieder alle weg. Ja. Und alle tot. Was ist... Ey, Leute, sagt mir mal bitte, was das für eine Bombe ist. Ich muss den Planeten wieder zurücksetzen. So, was hatten wir denn hier noch? Was ist das hier? Das ist ein schwarzes Loch wahrscheinlich, ne? Kann ich das hier hinsetzen? Nee, hier kommt nichts. Muss ich das auf die Erde... Ah ja. Okay. Alles klar. Yep. Let's go. Aber gar nicht so krass. Ein schwarzes Loch müsste doch die Erde so... einfach wegsnacken. So, warte mal. Was denn jetzt hier... Aber wenn die Erde jetzt so zerstört wird, dann lebt doch niemand mehr auf der Erde, oder? Also wo sind denn jetzt hier? Australien. Ein Zipfel von Australien. Und hier vorne sind noch Leute am Leben. Wie viele Menschen leben denn hier? Na gut, gleich nicht mehr viele. Oh, wir haben nur noch 80 Millionen, 2 Millionen, 1 Million Menschen noch auf der Erde. Ah, okay, null. Junge, einfach alle tot. Sorry, Leute, meine Nase. Kennt ihr das? Wenn ihr keine Taschentücher mehr habt und dann so Küchenrolle nehmen müsst, was man dann auch manchmal gerne im YouTube-Haus, haben wir das auch manchmal als Klopapier benutzt, wenn wir kein Klopapier mehr hatten. Gute Zeit, dann haben wir nämlich das einfach so in der Mitte durchgeschnitten. Ey, so Küchenpapier ist so wie Schmirgel. Zerfetzt dir die Nase. Ja gut, okay, ich hab wieder alles zerstört. Sorry. Okay, so. Wir hatten jetzt die Raketen, wir hatten hier das. Was ist das hier? Ein Eisstrahl! Junge, ich freeze einfach Afrika. Yo, wie geil ist das denn? Wie, schon 1 Milliarde Menschen weg? Alter. Alles gefreezed. Guckt euch das an. Ja, okay, da ist jetzt alles gefrostet. So, ist ja... Ja, warte, ich würde gerne... Ja, ich muss hier so ein bisschen... Ja, hier unten. Hier ist ja aber schon alles kalt. Ja, passiert nichts. Ist alles gut. Kann ich in Afrika was reinmalen? Ich würde gerne in Afrika so eine Rakete malen. Ja. Ja, okay. Ja, ist eine kleine Rakete. Warte mal, ich muss das nochmal frosten. Na, ja, ich krieg das nicht so hin. Oh, was war das? Was war das jetzt? Wir haben einmal durchgeschossen. Scheiße, sag mal. Okay, warte mal, kann ich das vielleicht zumachen? Ich will das Loch einmal zuschmieren. Nee, ich krieg das nicht zugeschmiert, das Loch. Guck mal, was sollen denn die Nachbarn denken? Kann ich den Erdkern löschen? Nee. Warte mal, ich will das nochmal zurücksetzen. So, und zwar, wenn ich jetzt hier... Ich will halt eine schöne Rakete malen. Ja. Yeah. Oh ja, ausgezeichnet. Perfekt. Wie immer die beiden Schubdüsen an der Seite. Aber man kann es nicht richtig erkennen. Ja, aber die Feuerrakete ist auch nicht besser. Da, hier oben sitzen die Leute. Ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht von unserer Rakete. Muss ich sagen, da möchte ich mich auch bei allen entschuldigen, dass man die Rakete nicht richtig sieht. Es ist eine traurige Rakete. Sorry, Leute. Damit können wir definitiv nicht ins Weltall fliegen. Was bringt das hier? Ach, guck mal, Alter. Einfach friggin' Laserstrahl. Und du warst der durchgeht, ne? Freaking Star Wars ballert auf Endor. Junge, einfach Schweizer Käse. Warte mal, hier nochmal ein bisschen durch. Errungenschaft. Hä? Junge, ich hab doch die ganze Zeit schon den Planeten zerstört. Das gilt jetzt erst als Planet zerstört. Oh, Alter, das sieht geil aus. Guck mal, wenn man das so macht und dann zur Seite zoomt. Bam. Es ist sowieso faszinierend, dass wir auf diesem Planeten durchs Weltraum fliegen. Also wir chillen da gerade auf so einem Erdball, der sich mit keine Ahnung was für einer Geschwindigkeit durch unser Universum bewegt.
Das ist doch krank. Also jetzt mal for real. Ich verstehe das nicht, wie das klappt. So, wie viele... Ich mache jetzt nochmal... Ich will eigentlich, dass der ganze Planet weg ist. Wie kriege ich das hin? Ich schieße hier nochmal ein paar Monde hin. Junge, let's go, Jungs. Kommt, den hauen wir, den kloppen wir jetzt nochmal komplett weg. Oh ja, Alter. Alles, was noch da ist. Da muss ich doch auch ein Achievement für bekommen. Wenn jetzt nichts mehr da ist von dem Planeten. Da ist noch so ein kleines Stück. So. Da ist noch ein kleines Stück. Da kann sich das schwarze Loch dran laben. Aber jetzt ist alles weg. Der Planet ist weg. Nee, da. Ach nee, das war einfach nur Dreck an meinem Bildschirm. Weil da wahrscheinlich mal wieder jemand volle Kanne gegengeschlotzt hat. Ich natürlich nicht. Ich würde so etwas niemals tun. Alter, was ist das denn noch alles? Yo, what? Okay, das sieht auf jeden Fall zerstörerisch aus. Okidoki, Leute, das war's mit einer kleinen Folge von Solar Smash. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn ihr Bock habt auf mehr. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal. Schaut gerne vorbei. Der Paluten-Shop mit Mini-Paluten und viel mehr. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch alle einen Traum auf den Tag. Haut rein. Ciao, ciao.